Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob Sie die Adidas-Kampagne kennen, die zur letzten WM mit diesem Motiv war, All in or nothing. Ich dachte, ich mache daraus All inclusive, All nothing. Dieses Bild hatte ich auf Facebook gepostet und hat über 1000 Likes und Shares bekommen. Mein Name ist Raul Krauthausen und meine Mission ist es, das Thema Menschen mit Behinderung in den Mainstream zu tragen. Ich würde Ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar war ich letztes Jahr als Aktivist für das Thema Inklusion und Barrierefreiheit auf einer Förderschule und habe dort die Kinder und die Lehrer besucht. Und ich will Sie jetzt auch gar nicht zu sehr überfordern mit dieser ganzen Inklusionstheorie, aber eine Förderschule ist das Gegenteil von Inklusion. Eine Förderschule ist nämlich die Idee, dass Kinder mit Behinderungen gemeinsam an einer Schule lernen. Inklusion sagt aber, dass man eigentlich alle Kinder auch ohne Behinderung gemeinsam in einer Klasse unterrichten sollte. Diese Förderschule hatte aber sich selbst Inklusionsschule genannt, weil sie gesagt haben, wir unterrichten ja Kinder mit verschiedenen Behinderungen. Aber das ist nicht Inklusion. Was ich Ihnen aber erzählen möchte, ist, dass einer dieser Kinder mit 14 Jahren mich eine Frage gefragt hat, die mir das Herz gebrochen hat. Und zwar fragte mich das Kind im Rollstuhl, einziger Abiturkandidat übrigens an der Schule, an einer Schule, wo man kein Abitur machen kann, weil es eine Förderschule ist, fragte mich der Junge, Herr Krauthausen, können Sie mir Tipps geben, wie ich mehr Selbstbewusstsein erlangen kann? Und es hat mir so dermaßen das Herz gebrochen, dass ich ein paar Sekunden nachdenken musste, was ich diesem Jungen antworte. Und ich habe die Antwort nicht an den Jungen gerichtet, sondern an die gesamte Klasse. Und ich habe gesagt, lasst euch auf gar keinen Fall von irgendeinem Erwachsenen einreden, was ihr nicht könnt. Weder von den Lehrern, noch von den Ärzten, noch von euren Eltern. Das ist insofern wichtig, und da komme ich später noch drauf zu sprechen, dass wir alle unsere Erfahrungen machen müssen, was wir können und was wir nicht können. Aber nochmal zurück zum Thema Inklusion. Sie kennen vielleicht diese Grafik, die taucht ab und zu mal auf, wenn man über Inklusion spricht. Inklusion ist das schöne Ding, bunte Ding in der Mitte. Das Gegenteil von der Inklusion ist die Exklusion. Und das, was wir aber momentan, wenn überhaupt, praktizieren, ist Integration. Die Exklusion besagt, wir trennen eine Minderheit von der Mehrheit. Und das ist zum Beispiel dann eine Art Förderschule. Hier lernen die nicht behinderten Kinder in einer Schule und hier lernen die behinderten Kinder in einer Schule. Die Integration sagt, es gibt ein paar vereinzelte behinderte Kinder, die an einer Regelschule unterrichten dürfen. Das bedeutet, die Deutungshoheit bleibt immer bei den Nichtbehinderten. Und die Menschen mit Behinderung haben gefälligst dankbar zu sein, dass man ihnen Platz macht. Die Inklusion sagt aber, alles für alle, bis alles alle ist. Das bedeutet, wir müssen als Gesellschaft lernen, dass Inklusion kein Ziel ist, sondern ein Prozess. Und zwar der Prozess der Annahme und der Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Das schließt uns alle mit ein. Leicht gesagt, Inklusion bedeutet das gute Leben für alle. Und was gut ist, bestimmt aber jeder für sich selbst und nicht ihr Gegenüber. Warum ich das so pauschal bzw. auch so absolut sage, kommt daher, weil Deutschland 2009 die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat. Das heißt, wir müssen per Gesetz die Inklusion ermöglichen in Deutschland, und zwar in allen Lebensbereichen. Was aber passiert in Deutschland ist, dass wir immer noch so tun, als wäre Inklusion eine Utopie. Im Folgenden werde ich also mit Ihnen die 5 Mythen der Inklusion entlarven. Mythos 1, Inklusion ist eine Utopie. Da Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention 2009 aber unterschrieben hat, kann es gar keine Utopie sein, sondern es ist das Ziel. Und es geht aber nicht mehr um die Frage des Ob, also ist Inklusion möglich,
sondern es geht nur noch um die Frage des Wie. Aber unsere Politiker und unsere Lehrer, unsere Schulrektoren und die meisten Menschen ohne Behinderung, die Vorbehalte gegenüber Inklusion haben, haben das noch nicht verstanden. Ich versuche jetzt mal ein paar Zahlen ins Spiel zu bringen, beziehungsweise Beweise, warum Inklusion eigentlich auch für alle Menschen von Vorteil ist. Sie alle kennen sicherlich die PISA-Studie, die jährlich gemacht wird. Die zwei führenden Länder der PISA-Studie, des Rankings, haben Inklusion bereits eingeführt. Das ist Finnland und Kanada. Und Deutschland hingegen ist auf einer der letzten Plätze, was Inklusion und die Umsetzung der Inklusion innerhalb Europas angeht. Dass Inklusion also möglich ist, sehen wir hier an einem Kindheitsfoto aus meiner Schulzeit. Das ist, ich weiß nicht, das hatten Sie wahrscheinlich auch alle in der Schule, Verkehrstraining. Und das Interessante ist, dass wir damals, und das war in den 80ern, ich war auf einer der ersten Integrationsschulen Deutschlands, das Interessante ist, dass wir das damals so praktiziert haben. Ich war das Auto. Während also meine nicht behinderten Klassenkameraden Fahrradfahren übten, bin ich mit anderen Kindern in so einer Art Catcar als Auto, als Verkehrsteilnehmer mit in dem Spiel integriert gewesen. Es bedeutet also, man muss nur kreativ sein, wie man Kindern mit unterschiedlichen Anforderungen am Unterricht auch einbeziehen kann, ohne dass es gleich als nicht möglich abgestempelt wird. Mythos Nummer 2. Kinder mit Behinderung brauchen Schonräume. Die bietet allerdings nur eine Förderschule. Haben Sie sicherlich schon mal gedacht oder zumindest mal gehört? Letztendlich ist es so, und das wird Ihnen ja wohl auch einleuchten, dass wir Kinder, die anders sind, oder Menschen, die anders sind, ganz allgemein, lieber in irgendwelche Institutionen stecken. Zum Beispiel Asylbewerberheime. Ja, bloß nicht in unserem Haus, lieber in einem Asylbewerberheim. Das schürt allerdings Vorurteile. Die Vorurteilsforschung lehrt uns nämlich, je weniger Berührungspunkte wir zu dem anderen haben, desto größer sind die Ängste. Und deswegen gibt es auch so große Vorbehalte. Und Ähnliches passiert eigentlich auch mit Förderschulen. 10% unserer Gesellschaft hat eine Behinderung, aber nicht jeder Zehnte hier in diesem Saal und nicht jeder Zehnte in Ihrem Freundeskreis hat eine Behinderung. Und das liegt daran, weil wir Menschen mit Behinderung systematisch in unserem Bildungssystem aussortieren, nämlich in zum Beispiel Förderschulen. In diesen Förderschulen werden dann zum Beispiel verhaltensauffällige Kinder alle in eine Klasse gesteckt und sie werden ahnen, was passiert, wenn man 20 verhaltensauffällige Kinder in einer Klasse hat. Es ist ja letztendlich eigentlich, das klingt jetzt hart, aber das sagt auch die moderne Pädagogik, es ist eine Abwärtsspirale. Die Kinder befinden sich in der sogenannten Schonraumfalle. Sie haben ja letztendlich keinen, an dem sie sich orientieren können, weil sie ja alle irgendwie verhaltensauffällig sind. Und am besten wäre es eigentlich für jene Kinder, wenn sie in einem Umfeld aufwachsen, wo es einige mit Verhaltensauffälligkeiten gibt und einige nicht. Das heißt, diese Schonraumfalle führt, je länger diese Kinder an diesen Schulen sind, dazu, dass je länger sie dort sind, ihre Leistung abnimmt. Und umso schwerer wird es, sie inklusiv in unserer Gesellschaft zu halten. Das heißt, Menschen mit Behinderung müssen in einer Regelklasse, wo Kinder ohne Behinderung eben auch sind, lernen, auch mit Niederlagen zum Beispiel umzugehen. Natürlich kann es sein, dass ein behindertes Kind gehänselt wird. Natürlich kann es sein, dass ein behindertes Kind nicht überall mitmachen kann. Aber ganz ehrlich, in Ihrer Klasse, wo vielleicht niemand mit Behinderung war, da wurde ja auch jemand gehänselt, oder nicht? Mike Miles ist der Rothaarige. Manchmal die Dicke oder manchmal der Streber. Und das heißt, Mobbing bzw. Hänseleien sind eigentlich ein Thema, mit dem jeder Lehrer in jeder Klasse umgehen muss. Und nicht, es ist kein Spezialthema für, rund um das Thema Behinderung. Natürlich, und da mache ich hier auch gar keinen Hehl draus, muss jede Regelschule auch mit den entsprechenden Ressourcen und Personal ausgestattet sein. Aber es sollte keine Ausrede sein, dass es nicht stattfindet.
Mythos Nummer 3. Behinderte Schüler kommen im normalen Unterricht nicht mit und werden gehänselt. Auch hier wieder dieses Thema Hänselei. Das stimmt nicht, denn die Schulwissenschaft sagt, dass Kinder mit Behinderung an Regelklassen genauso viel oder sogar mehr lernen als an Förderschulen. Hinzu kommt, dass die ganze Klasse, also auch die Kinder mit Behinderung, ein Wir-Gefühl entwickeln. Es entwickelt sich eine Solidargemeinschaft, die an einer homogenen Klasse, wo es vielleicht keine Kinder mit Behinderung gäbe, sich so gar nicht entwickeln kann. Das heißt, aus der Vorurteilsforschung wissen wir, dass es besser ist, so früh wie möglich Kinder miteinander aufwachsen zu lassen und sie eben nicht so früh wie möglich zu trennen. Mythos Nummer 4. Inklusion funktioniert nicht bei allen Behinderungen. Das ist etwas ganz Typisches, das ganz gerne die sogenannte heterosexuell, männlich, gesunde, dominierte Mehrheit macht. Sobald sie merken, sie kommen mit ihren Argumenten nicht weiter, fangen sie an zu differenzieren. Und die Differenzierung sagen sie, ja okay, Inklusion kann man ja machen, aber nicht bei allen. Das ist ein ganz typisches Argumentationsmuster. Und auch hier sagt die Wissenschaft, dass in Finnland und Kanada gibt es gar keine Förderschule. Es gibt keine Förderschule für Blinde, es gibt keine Förderschule für Gehörlose, es gibt keine Förderschule für geistig behinderte Kinder und es gibt auch keine Förderschule für verhaltensauffällige Kinder. Sie gehen alle in Gesamtschulen. Man nennt dieses Phänomen auch das sogenannte Othering. Das heißt, man versucht dann, die Nichtbehinderten und die Behinderten so zu trennen, dass man sagt, naja, es gibt zwar die Rollstuhlfahrer, das ist ja gar kein Problem, aber die anderen, die nicht. Othering. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, das vielleicht drastisch klingt. Aber stellen Sie sich mal vor, das ist so das, was auch gerne als Gegenargument für Inklusion benutzt wird. In Ihrer Klasse kommt ein Wachkoma-Kind. Ein Kind, das nicht sprechen kann, ein Kind, das nicht laufen kann, ein Kind, das sich nicht artikulieren kann und einfach im Rollstuhl sitzt und vielleicht ins Leere guckt. Da würde man jetzt sagen, na ja, solche Kinder in der Regelklasse, das funktioniert ja nicht. Die Inklusionsforschung sagt aber, diese Kinder sind am leichtesten inklusiv zu beschulen. Was passiert denn mit diesen Kindern an einer Förderschule? Diese Kinder liegen in Snuselräumen in der Förderschule, auf Wasserbetten bei Wahlgesang, Musik, das ist jetzt Extremfall, damit ihre Sinne nicht verkümmern. Und jetzt sagen Sie mir einen Ort, und der nicht die erste Klasse ist, von tobenden Kindern, an denen die Sinne nicht besser nicht verkümmern können. Das bedeutet, warum sollten eigentlich die nicht behinderten Kinder nicht auch lernen, dass es Kinder mit Behinderungen gibt, Kinder, die sich vielleicht nicht ausdrücken können. Und die Sinne werden in einer ersten Klasse von tobenden Kindern auch nicht verkümmern und man braucht keine Snuselräume. Und wenn man doch Snuselräume braucht, warum haben die eigentlich nur Behinderte? Warum kann nicht auch ein nicht behindertes Kind mal auf einem Wasserbett liegen bei Wahlgesangmusik? Ist doch vielleicht ganz geil. Was ich damit sagen will, ist, dass wir nicht die Kinder der Schule anpassen müssen, sondern die Schule den Kindern. Und das ist das, was Kanada und Finnland uns vormachen. Und es ist auch nicht so, dass jedes Jahr ein Wachkoma-Kind in ihre Klasse kommen wird, sondern es ist vielleicht auch mal ein Kind mit der Nussallergie. Und nächstes Jahr ist es vielleicht ein Kind, das Legasthenie hat. Das heißt, die Schule muss jedes Jahr für jedes Kind sich anpassen können. Und diese Strukturen müssen wir schaffen. Sie fallen uns aber deswegen so schwer zu schaffen, weil wir ein 200 Jahre altes Schulsystem haben. Und deswegen gibt es so viele Widerstände. Denn, und da werden Sie mir sicherlich zustimmen, die einzigen, die ein Problem mit der Inklusion haben, sind nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen. Hier sehen Sie mich beim, was auch immer, Indianer- und Cowboy-Spiel in der zweiten Klasse. Und es sieht nicht so aus, dass ich da irgendwie Außenseiter bin oder so. Mir begegnen täglich Kinder auf der Straße. Und natürlich sind die Kinder am Anfang neugierig und fragen, warum bist du so klein, kannst du nicht laufen, warum hast du so einen dicken Bauch und so weiter und so fort. Und ich versuche jedes Mal, dem Kind diese Frage zu beantworten. Und das Erstaunliche ist,
Vorhin wieder, aber auf der Tramstation Schweter Straße auf dem Weg hierher, hat mich ein Kind genau diese Fragen gefragt. Und nach 3 Minuten war es dem Kind egal. Was das Kind dann interessierte, war die Hupe von meinem Rollstuhl. Und das nächste Mal, wenn mich das Kind wiedersehen würde, würde es die Hupe drücken wollen und nicht nochmal von vorne fragen, sag mal, warum bist du denn so klein? Wir kommen zum letzten Mythos. Mythos Nummer 5. Die nicht behinderten Kinder werden durch den gemeinsamen Unterricht benachteiligt. Das Interessante ist, dass Studien das Gegenteil nahelegen. Kinder ohne Behinderung lernen an inklusiven Schulen genauso viel oder sogar mehr wie an Regelschulen. Und zwar lernen sie mindestens noch dazu soziale Kompetenz. Und das Interessante ist, das haben wir, glaube ich, bei diesem einen Bild auch gesehen, hier bei dem Bild, Kinder lernen, indem sie anderen Kindern zeigen. Und dadurch verstetigt sich letztendlich auch das, was sie gelernt haben. Also das ist sogar das, was moderne Pädagogik nahelegt, dass es keinen Frontalunterricht mehr gibt, sondern der Lehrer als Moderator in der Klasse unterwegs ist und eben die Kinder untereinander sich gegenseitig Dinge auch nochmal erklären und dadurch sich selbst auch nochmal wiederholen. Mythos Nummer 5 also, die nicht behinderten Kinder werden durch den gemeinsamen Unterricht benachteiligt. Das Interessante ist aber, dass eben wie gesagt das Gegenteil der Fall ist und Inklusion übrigens auch bedeutet, und deswegen soll das ein Thema sein, das uns alle tangiert, dass Inklusion auch bedeutet, dass das hochtalentierte Kind ein Recht auf Förderung hat. Die dürfen klatschen. Wie schaffen wir es also, inklusive Schulen so zu bauen, dass wir es nicht nur darum geht, dass die Leistungsschwachen die Förderung bekommen, sondern auch die Leistungsstarken? Wie schaffen wir es, dass wir endlich zu dem Punkt kommen, dass wir Behinderung nicht nur als Problem darstellen, wie hier auf diesem Bild, wo der Rollstuhl 3-mal so groß ist wie das Kind, was übrigens typisch ist, wenn man über die Berichterstattung von Menschen mit Behinderung in den Zeitungen liest. Und wie kommen wir zu einem positiven Bild von inklusivem Unterricht, wo ein Kind mit Behinderung genauso am Unterricht mitmacht wie Kinder ohne Behinderung auch? Diese Bilder gibt es in der Medienlandschaft so gut wie gar nicht. Im Übrigen ist das Spannende, dass wir die Argumente gegen inklusiven Unterricht wiederholen, wie wir sie 1920 benutzt haben, als diskutiert wurde, ob Jungen und Mädchen gemeinsam beschult werden sollen. Da wurde auch diskutiert, ja, die Jungs lernen dann aber langsamer. Oder, ja, Mädchen brauchen ihren Schonraum. Das fängt wieder an, im Übrigen, bei naturwissenschaftlichen Fächern und auch beim Sportunterricht, wo das zunehmend in Deutschland wieder diskutiert wird. Wir machen hier einen pädagogischen Rückschritt. Last but not least frage ich Sie ganz ehrlich und auch ganz persönlich, und ich bin da auch nicht ganz, sagen wir mal, uninteressiert dann, frage ich Sie, wenn Inklusion in unserer Gesellschaft gelingen soll, wo, wenn nicht im Kindergarten und in der Schule, sollten wir damit anfangen? Und wo, wenn nicht in der Schule, sollte es funktionieren? Denn mit diesen Kindern, mit denen wir gemeinsam zur Schule gegangen sind, werden wir später studieren und arbeiten. Und wenn wir nicht von Kindesbeinen an lernen, dass es andere gibt, werden wir es, je älter wir werden, auch immer schwerer haben, dies anzunehmen. Denn Inklusion kann Spaß machen. Hier zum Beispiel in einem Skatepark. Lassen wir uns versuchen, positive Bilder von Behinderung zu färben. Und damit komme ich auch zum Ende, zu meinem Vortrag. Lassen Sie uns wirklich überlegen, wie wir Inklusion gemeinsam zu einer Mission für alle machen. Also auch für Menschen ohne Behinderung. Denken Sie an den Vergleich, dass auch das hochtalentierte Kind ein Recht auf Förderung hat. Lassen Sie uns die Politik motivieren, mehr in den Bildungsbereich zu investieren. Und vor allem, das ist mein Lieblingssatz, wer Inklusion will, der findet Wege. Wer sie nicht will, der findet Ausreden. Und last but not least, und damit komme ich dann zum Ende, auch Nichtbehinderte
haben ein Recht darauf, mit Menschen mit Behinderung zusammenzuleben. Vielen Dank.